Is there anything for me to speak now? Gibt's noch irgendwas, was ich sagen kann jetzt? Thank you very much, Sukhdev ji. I'm a very selfish person. Ich bin eine sehr selbstbezogene Person. When I come here, then it gives me an opportunity to listen to such lovely kirtans. Das gibt mir die Möglichkeit, so wunderbarem Kirtan zuzuhören. Absolutely God intoxicating. Absolut göttlich und erhebend, berauschend. And also helps me in rebuilding my own sanskaras. Und es hilft mir auch, meine eigenen Samskaras zu befreien. And I'm happy that Sukhdev ji, Adi Shakti, Yashodama, they make use of this rented equipment. Und ich freue mich, dass Sukadev und Adi Shakti dieses gebrauchte Equipment, nämlich mich, benutzen. I think the mood is not to listen to anything serious, isn't it? Ich glaube, so in der Stimmung liegt es jetzt nicht, irgendwas Ernsthaftes zuzuhören. Shall I tell you a story? I can't dance. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Ich kann nicht tanzen. I'll tell you a story. Ich erzähle euch eine Geschichte. That's what I'll do. This is a Zen story, a Buddhist story. Also es ist eine Zen-Geschichte. The stories are very simple. Und die Geschichten sind sehr einfach. But the meaning they carry is very, very subtle. Und die Bedeutung, die diese Geschichten tragen, ist sehr subtil. So it so happened in a jungle. Also es hat sich in einem Dschungel zugetragen. That a group of lions, you call them a pride of lions, isn't it? Pride of lions. Also war so eine Löwenherde. They were looking for food. Auf der Suche nach Futter. And there were a lot of deers around. Und es waren auch viele Rehe in der Nähe. So there they attacked. Dann haben die Löwen leider die Rehe angegriffen. And obviously the deer started running here and there. Und die Rehe sind natürlich davon gelaufen. All of us were doing the same. Wir alle machen dasselbe. When Krishna attacks, you run away. You start dancing. You Wenn euch Krishna angreift, dann rennt ihr alle davon. So the tigers, the lions, they got their food, they got their kill. Also die Löwen haben dann leider ihr Futter bekommen und einen Rieh getötet. And they moved on. Und sind weitergezogen. But what happened is that a small baby cub, the lion cub, it got trampled and it was left behind. Aber ein kleines Löwenbaby ist zurückgeblieben, es wurde übertrampelt und blieb dann eben zurück. And more than us, animals have a lot of love, amongst each other, only they kill for food. Und Tiere haben wesentlich mehr Liebe als Menschen, die töten nur, um Essen zu bekommen. So the deers, they took away the cub. Also haben die Rehe sich dem kleinen Löwenbaby angenommen. And the lion cub, he started growing amongst deers. Und das Löwenbaby ist mit den Rehen aufgewachsen. So he would also jump around and hop. Er ist also auch rumgehüpft in der Landschaft. And when he would feel hungry, he would also look for grass, lion and grass. Und wenn das Löwenbaby hungrig war, hat sich eben an den großen Rehen orientiert und auch Gras gefressen. And sometimes he would become very emotional and then, you know, hug the other deers. Und manchmal wurde das Löwenbaby ganz emotional und hat die anderen Rehe umarmt. And it really grew big. Und ist dann eben aufgewachsen und groß geworden. I have to keep looking at the time bomb. Time bomb. Ich muss auf die Zeitbombe hier achten. And then after a while, it grew into a real big lion. Und nach einer Weile war es natürlich ein ausgewachsener Löwe. We all also have grown up, isn't it? Wir alle sind auch ausgewachsen, oder? And there was another attack on this flock of deers. Und the herd of deers, or whatever you call it. Die Rehherde wurde wieder angegriffen. And when the lions started chasing them, the deer started running. Und als die Löwen die Rehe gejagt haben, ist das kleine Löwenbaby mit davon gelaufen. And suddenly these lions found that there was another lion and that was also running. Und die Löwen haben dann plötzlich bemerkt, da ist ein kleines Löwenbaby und das läuft auch davon, wie die Rehe. It ran and hid himself in a cave. Hid himself in a cave? Hid himself, hidden. Ah, hat sich, es ist gelaufen und hat sich dann in der Höhle versteckt. So the eldest of the eldest elder lion, he went inside the cave and caught hold of his ear. Yeah, come here. Also der aller Löwenälteste ist dann in die Höhle gegangen, hat das kleine Löwenbaby am Ohr rausgezogen und hat gesagt, ich muss mit dir reden. And this lion is doing, meh, meh, please. Like the deers would do.
Und das kleine Löwenbaby hat Rehgeräusche von sich gegeben. Mäh? Ich weiß nicht, ob mäh. Please don't kill me. Bitte bring mich nicht um, hat das kleine Löwenbaby gefleht. Imagine our condition, we also do that sometimes. Don't kill me, leave me alone. Und wir haben manchmal auch diese Situation, dass wir uns denken, bitte bring mich nicht um, lass mich alleine, lass mich in Ruhe. And the big lion, it caught hold of its ear and brought it to a water hole. Und der große Löwe hat es eben am Ohr sich gegriffen und hat es an eine Wasserstelle gebracht, gezerrt. Said, drink water now. Er hat gesagt, trink jetzt mal Wasser. You were drinking the intoxicated sort of, you know, kirtans here. That was also, water. Ihr trinkt den berauschenden Kirtan hier, Kirtansaft. Celestial water. Göttliches Wasser. And he said, look at your face, you're a lion. Und er hat gesagt, schau dein Gesicht im Spiegelbild des Wassers an, du bist ein Löwe. So for the first time he had seen his face, he had not seen his face ever. Und das Löwenbaby hat daraufhin eben das erste Mal sein eigenes Gesicht, Antlitz gesehen. And he said, now you roar. Und jetzt brüllst du wie ein Löwe, Auftrag vom großen Löwen an den Kleinen. And then he said, really? Und der Kleine sagt, wirklich, echt? And he roared. Und er hat gebrüllt. And he realized that he was not a deer, und but a lion. In dem Augenblick hat er gemerkt, dass er kein Reh ist, sondern ein Löwe. A real guru actually catches hold of your ear and shows you who you truly are. Ein echter Guru greift dich auch am Ohr, schleppt dich zum Wasser und zeigt dir, wer du wirklich bist. All this exercise is only to show us who we really are. All diese Übungen sind nur dazu da, um uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. It's extremely nice to look for Krishna. Es ist extrem schön, sich auf die Suche nach Krishna zu machen. But when Krishna starts looking for you, be careful. Aber wenn Krishna dann nach dir sucht, pass bloß auf. You ask Dada. He has been robbed of everything, isn't it? Okay, ihm haben sie alles geklaut. He is not a thief, not a chor. He is a mahachor, he is a mahathief. Mahachor? A big thief, not a small thief. Krishna, ja. Krishna. Krishna ist kein Krishna ist yes. Kein kleiner Dieb, sondern ein großer Dieb, ein Riesendieb. He robbed Arjuna of everything in the battle of Kurukshetra, isn't it? Er hat Arjuna allem beraubt auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. All his ego, all his vanity. Sein ganzes Ego, seine ganzen Eitelkeiten. Arjuna was not a small person. He was a Parantapa, somebody whose enemy would fear seeing him. Und Arjuna war keine mindere Person. Er war ein großer Krieger. Arjuna was Gudakesha, somebody who would not sleep till he has mastered a competence. Arjuna war ein Gurukesha, jemand, der nicht schläft, bevor er etwas gemeistert hat. In the battle of Kurukshetra, he's shivering. He says, oh Krishna, how will I fight? I want to take sannyas. I want to go to yoga-vidya. Und auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra hat er eben gezittert und hatte Angst und hat gesagt, oh Krishna, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte in sannyas werden und am besten zu yoga-vidya gleich fahren. Krishna does the same to Arjuna. He catches hold of his ears and shows him his true face and says, fight! Und Krishna macht dasselbe mit Arjuna. Er zieht ihn am Ohr und sagt, komm her, du musst hier kämpfen. All of us will have to fight that silent battle of life that goes on every moment, isn't it? Alle von uns oder jeder von uns muss diese stille Schlacht in sich kämpfen, die im Leben jeden Moment stattfindet. I think I have some time. I'll tell another story. Ich habe noch ein bisschen Zeit für eine weitere Geschichte. Yeah, I've done serious talking in the morning with Yashoda Ma on Karma Yoga. You should have come. We enjoyed ourselves. Die ernsthaften Gespräche habe ich heute schon hinter mir. Da hättet ihr mal kommen sollen. You've heard about Bhagavad Pad Adiguru Shankara. This is his photo. Also ihr habt alle schon von Adiguru Shankara gehört? When I come here, I am so inspired by him. I have goosebumps. Wenn ich hierher komme, dann bin ich von ihm so inspiriert, dass ich Gänsehaut bekomme. In the early days of Adi Shankara, in den frühen Tagen von Adi Shankara, he had a small group of disciples. Hatte eine kleine Gruppe von Schülern. And there was one man, one disciple, his name was Giri. Und darunter befand sich ein Schüler, der hieß Giri. There was another one who was very intellectual, very sound in his learning, Padmapad.
Es gab noch Padmapad, der war sehr intellektuell und sehr tief, also sehr tief gegangen in seinem Lernen. And there was a Brahmagyani, Stamlak. He would continuously look at the light, Brahman. Und dann gab es noch einen, what was his name? Brahma? Stamlak. Stamlak. Der hat immer Brahman kontempliert und immer ins Licht geguckt, nach oben. And there was the eldest of the elder, Swami Sureshwarananda. Und der allerälteste war Swami Sureshwarananda. Giri was very devoted to Adi Shankara. Giri hatte eine sehr große Hingabe zu Adi Shankara. He was his personal attendant kind of a thing. Er war quasi sein persönlicher Assistent und he would go for bhiksha. He would cook Adi Shankara's food and he would not sleep till the Gurudev had himself slept. Also er hat die Spenden gesammelt, er hat für ihn gekocht und er hat nicht geschlafen, bevor sein Guru geschlafen hat. His only worry and only worry was, is Gurudev okay? Is Gurudev happy? Seine einzigste Sorge war, geht es Gurudev gut? Ist er glücklich? Ask those who have gone through the tutelage of a guru. Sukhdevji would know that. Frag diejenigen, die schon mal einem Guru gedient haben, die kennen sich aus. But seeing others around intellectually growing, he also had an urge to intellectually grow. Aber da er die anderen um sich herum gesehen hat, wie die anderen um ihn herum intellektuell gewachsen sind, hat es in ihm denselben Wunsch geweckt. So when he would have time, he would go to Padmapad and say, Padmapad, can you teach me something? Und wenn er dann Freizeit hatte, ist er zu Padmapad gegangen und hat gesagt, kannst du mir bitte etwas beibringen? And he was engrossed in his own work. He says, okay, wait for a while. Der hatte aber mit seinen eigenen Sachen genug zu tun und hat gesagt, ja, warte mal. Stamlak would keep looking. Stamlak hat wie immer nach oben geschaut. Sureshwarananda would give him all kind of answers at night. Und Sureshwarananda hat ihm alle möglichen Arten von Antworten abends gegeben. So the only worry now of Giri was, can I carry forward the learning of the great masters, the lineage? Und die einzige Sorge von Giri war, kann ich die Traditionslinie wirklich das Wissen weitertragen in dieser Traditionslinie? That is Sukhdevji's worry right now. Das ist die Sorge von Sukhdev im Moment auch. And at night he would say, okay, we are all from the lineage of Maharshi Vasishtha. Und nachts hat er sich gedacht, okay, wir sind alle aus der Traditionslinie von Guru Vasishtha. Maharshi Shakti. Maharishi Shakti. Parashar. Parashar. Vedavyas. Vedavyas. Sukadev. Sukadev. Gaudapad. Gaudapada. Govinda Bhagavatpad. Govinda Bhagavatpad. Bhagavatpad Shankara. Bhagavatpad Shankara. I am his student. And what if I don't know anything? And what if I cannot transfer this to the humanity? What is this life about? Und ich bin quasi der Nachfolger. Und was ist, wenn ich das Wissen nicht weitertragen kann? Wozu ist dann mein ganzes Leben gut? And Giri used to plead in his heart, Gurudev, please give me some learning. Und Gurudev hat vom Herzen her gefleht, Gurudev, bitte gib mir etwas zum Lernen, lehre mich. And one day he was in the banks of Kashi, washing his clothes and all the time praying to his Gurudev, give me something, give me something. Und irgendwann hat er mal Kleider gewaschen am Flussufer und hat gebeten, Gurudev, bitte lehre mich. There was a class like this. Es war eine Klasse wie hier. And everybody was waiting for Adi Shankara to give them the learning, the lessons. Und alle haben auf Adi Shankara gewartet, damit er sie unterrichtet. And Adi Shankara asked, where is Giri? Und Adi Shankara hat gefragt, wo ist Giri? Giri was washing clothes. Giri war beim Kleiderwaschen. And they said, Gurudev, you please start. Even if Giri comes here, it is like giving lessons to a wall. The wall will not get any lessons. Giri is like a wall. He will not understand anything. Und der Rest der Klasse hat gesagt, Gurudev, bitte fang an. Auch wenn Giri da wäre, wird sowieso nichts verstehen. Es ist, als würdest du eine Wand unterrichten oder an die Wand reden. Adi Shankara closed his eyes and he said, no, we will wait for Giri. Adi Shankara hat die Augen geschlossen und gesagt, nein, wir warten auf Giri. And in his contemplative, meditative state, he said, Giri, take this knowledge. Und in seinem kontemplativen und meditativen Zustand hat er sich an Giri gewandt und hat gesagt, Giri, nimm dieses Wissen. Giri started running and racing to the ashram. Giri ist darauf mit höchster Geschwindigkeit zum Ashram gerast. He stood before. Und als er dann da angekommen war. And he impromptu, without making any effort, the idiot that he was, he started singing hymns.
Und schlagartig hat er angefangen, Hymnen zu singen, obwohl er eben vorher mehr wie Narr war. Vidita khali shastra sudha jaladhe mahito panishat kathitartha nidhe hridaye kalaye vimalam charanam bhavashankar deshikame sharanam bhavashankar deshikame sharanam karuna varunalaya palaya ma bhavasagar dukha viduna hridam rachayakhila darshana tattva vidam bhavashankar deshikame sharanam mama shankar deshikame sharanam. I'll give you the English translation. Jetzt kommt die englische Übersetzung. O thou, the knower of the entire ocean of milk of scriptures. O Gott, des gesamten Ozeans aus Milch, also der Schriften, Milch steht für Wissen. He who teaches the truth. Derjenige, der die Wahrheit unterrichtet. Found in the great chest of the Upanishads. These in the great chest. Of the Upanishads. Also in der großen Brust der Upanishaden. I meditate on thy. Ich meditiere auf. Cloudless feet. Zu deinen Füßen. Be thou my refuge, O Master Shankara. Sei meine Zuflucht, O Meister Shankara. O thou ocean of compassion. O du Ozean des Mitgefühls. Save me, whose heart is tormented by the misery of the sea of birth. Sing zu mir, dessen Herz von dem Elend der Welt schwer ist. Make me understand the truths of all school of philosophy. Lass mich alle Wahrheiten von allen Schulen, allen philosophischen Schulen verstehen. Be thou my refuge. Sei meine Zuflucht. O Shankara. O Shankara. And he wrote 18 such couplets. Und er hat 18 solche kompletten Sätze geschrieben. Geschrieben. And he wrote it in the most difficult style of composing poems those days, which was called Totak. Und er hat sie in der schwierigsten Schriftform verfasst, die es damals gab. If you Google, you'll find out. Wenn ihr das googelt, werdet ihr es sehen. An impromptu Gurudev, Adi Guru Shankara, he said, come Totkacharya, come. Und Guru Shankara hat sofort gesagt, komm. The transformation of Giri into Totkacharya happened because of the grace of his Guru. Und die Transformation von Giri into, grace of his Totkacharya. Totkacharya war aufgrund der Gnade von seinem Meister. This is what a guru can give you. Und das ist, was ein Guru dir geben kann. He seeks nothing but dedication. Er sucht nichts oder will nichts als deine Hingabe. Nothing but selfless bhakti. Nichts als selbstloses Bhakti. He doesn't need you to intellectualize anything. Du musst nichts intellektualisieren. When a mother cries, when the child cries, does the mother not reach for him or her? Wenn ein Baby schreit, kümmert sich die Mutter nicht sofort um das Kind? Are you crying? Are you crying for him? Are you crying for Krishna? Weint ihr oder fleht ihr nach Krishna? I'm sure if you cry, he'll come. Bin mir sicher, wenn ihr ihn anfleht oder weint, dann wird er zu euch kommen. Hari Om.